Großen Applaus für zwei große Kämpfer. Christian Nold, Georg Milogrevic. We Love MMA 58 hier aus Düsseldorf. Und der Kampf wird mit Sicherheit gleich richtig krachen. Zwei Schwergewichte im Catchweight. Frage ist, wird der Kampf über die volle Zeit gehen? Gerade bei diesen schweren Jungs, da ist so schnell die Entscheidung oft gefallen. Wollen wir ein kleines Spielchen machen, so ein bisschen Prognose vor dem Duell? Ich sag maximal zwei Runden. Die lang hin. Das kann gut möglich sein, weil gerade die Schwergewichte auch sehr schnell die Entscheidung suchen. Das sind nicht so die Fighter, die lange über die Zeit gehen wollen. Und die können natürlich auch hinlangen. Da kann jeder Schlag zum Knockout führen. Ah, du willst dich bloß nicht so festlegen lassen jetzt gerade. Komm, jetzt gucken wir rein hier. Oh, und Nold erstmal mit einem Kick. Und Takedown von Christian Nold. Und Georg Milogrevic muss dann erstmal gucken, wie er sich da jetzt rauswindet. Hat er gut gemacht, das Knie abgefangen. Den Fehler bei seinem Gegner ausgenutzt, den sofort zu Boden gebracht. Und jetzt wollen wir mal schauen, was er am Boden ausrichten kann. Bisher kann er noch nicht so viel Kapital durchschlagen, aber jetzt bringt er sich in die Seitposition. Christian Nold, der Schweizer. Nutzt sein Körpergewicht aus, übt Druck von oben aus, macht sich schwer. Jetzt könnte er den ersten Würgegriff versuchen. Ja, fädelt auch schon von der Seite ein, seine linke Hand, aber Milogrevic, der hat den Braten natürlich gerochen. Der versucht seinerseits natürlich aus dieser misslichen Situation rauszukommen. Der muss jetzt aufstehen. Schöne, schnelle Drehung, Christian Nold. Und der Konter. Aber holt sich den Rücken, bleibt oben aus. Und jetzt kehrt sich's Blatt. Jetzt hat Milogrevic die bessere Position. Nold jetzt in dem Würgegriff. Konnte aber schnell wieder aufstehen. Knieeinsatz von Nold gegen den Oberschenkel, Milogrevic. Ja, da muss er aufpassen. Also zu viele von denen darf man nicht kassieren. Das sind ja diese kleinen zerstörerischen Sachen, die natürlich über der Zeit dann doch sich bemerkbar machen und irgendwann wehtun. Milogrevic greift ziemlich tief. Sieht aus, als wenn er sich so einen Single-Leg da holen wollte, aber den hat er aufgegeben. Weil ja, eben diese Kniestöße, die nerven ihn jetzt schon. Jetzt setzt er selber nach. Ja, der war zu tief. Und das war aber aus der puren Angefressenheit drauf. Das war schon fast mit Ansage. So, Eric Whittington schickt ihn jetzt erstmal in die neutrale Ecke und wird ihm auch gleich noch zwei, drei mahnende Sätze mitgeben. Können wir nur hoffen, dass Nold sich davon wieder erholt. Er bekommt jetzt ausreichend Zeit. Gentlemen, war ein Tieftreffer, das war ganz sicher keine Absicht. Der Kämpfer hat nach dem Regelwerk jetzt Zeit, sich zu erholen, bis die Kampffähigkeit wiederhergestellt ist. Ich bitte also ein bisschen Geduld. So, bis zu fünf Minuten darf Christian Nold jetzt auf jeden Fall erstmal sich Zeit nehmen. Ja, auch das ist natürlich der Nachteil bei diesen eben schweren Kerlen, dass wenn so ein Kick oder so ein Schlag eben zu tief unter die Gürtellinie kommt, dass da auch das ganze Körpergewicht dann eben mit dranhängt, dann wirkt es noch stärker sich aus. Natürlich haben die Kämpfer einen Tiefschutz, aber wenn er so ein Knie voll trifft oder so ein Kick, dann rettet dich auch nicht der Tiefschutz. Die Kraft wird vielleicht ein bisschen verteilt, aber da kommt natürlich trotzdem noch einiges an. So, er pustet noch ein bisschen durch, er gibt noch das Zeichen, lasst mich noch mal ganz kurz hier zwei, drei Schritte machen. Wahrscheinlich wird er noch genau ein bisschen aufspringen, das lockert dann auch noch mal alles. Kann immer schnell passieren, dass dann in die Adduktoren sich dann auch ein bisschen verkrampfen. Er sieht jetzt aber wieder stabil aus. Ja, hat schon genickt. So, nochmal letztes Handzeichen. Eric Whittington bitte die Kämpfer zusammen und gibt den Kampf wieder frei. Schöner Kick zum Körper. Oh, brutales Knie. Da ist er brutal angeschlagen. Und jetzt hartes Ground in Paul Georg Milogrevic. Der sucht die Entscheidung und findet sie. Genau so, wie wir es eben angesprochen haben. Eine explosive Technik. Und das war explosiv. Das war ohne Ansage der Kniestoß, der Nold hart angeschlagen hat. Da war viel Power hinter. Man hat es auch hier am Cage hören können. Und dann natürlich explosiv nachgesetzt. Der Kampfrichter hat da meistens keine andere Möglichkeit. Er muss einfach zum Schutz des Kämpfers dazwischen gehen. Und dann haben wir hier einen klassischen TKO. Und der Sieger heißt Georg Milogrevic, weil er dieses Knie ans Kinn gezaubert hat. Hätte ich fast gesagt, das war es noch gar nicht, die Aktion sah aus im ersten Moment. Weil er sich aber auch aus
den hier befreit hat und dann jetzt haben wir leider den Kniestoß, den dazu geführt hat. Den haben wir jetzt in der Zeitlupe noch nicht gesehen. Hoffentlich bekommen wir den nochmal. Mit dem ersten Kniestoß konnte Nolt noch abkontern, wo er dann den Takedown übergegangen ist. Das zweite Knie, was eben abgeschossen wurde, das war natürlich on point. Er hat zwar da ein bisschen moniert am Kampfrichter und sagte, hey, ich hätte doch noch weitermachen können. Ja, das sagen sie, wenn abgebrochen ist nach 4-5 Sekunden immer, weil in der Zeit oftmals eine schnelle Erholung einsetzt, wo sie dann doch wieder klar sind. Aber er war am Boden, er hatte keine sogenannte intelligente Verteidigung, keine aktive Verteidigung. Und da war das Ground and Pound einfach von Bilogrewicz dann viel zu stark. Und dann wird abgebrochen zum Schutz des Kämpfers. Absolut. Aus Ende. Und da braucht man danach nicht nur sagen, aber jetzt hätte ich ja wieder gekonnt. Der Kämpfer will immer weiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so ist es Tradition bei We Love MMA. Guter Kampf, das heißt eine Respektsbezeugung für beide Kämpfer. Und schönen Dank für diesen Kampf, Christian Nold, Georg Bilogrewicz. Vielen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das offizielle Urteil. Referee Stoppage nach 2 Minuten 21 in der ersten Runde. Grund dafür war ein Ground and Pound. Und der Sieg geht an den Mann aus Frankfurt, Georg Bilogrewicz.